Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo Sport mit dem Nissan Skyline GTR von 1994. Wir sind hier im Qualifying von der Rennstrecke Dragon Trail. Wir probieren das Ganze mal ein bisschen, auch vielleicht ein bisschen entspannteres Rennen, weil eben, ja, die Karre ja nicht so ein PS-Monster ist. Und bevor wir überhaupt erst richtig starten, sag ich mal, für die Leute, die es heute sehen, wenn ich es hochlade, wünsche ich dir mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hier mein letztes Video 2017. Für alle Leute, die es einen Tag später oder so sehen, auch hier. Hoffentlich seid ihr gut ins neue Jahr reingekommen. Bei mir ist gerade, ja, Silvester eigentlich, kann man sagen. Und ja, heute Abend fällt Party oder so. Ich weiß nicht, was bei euch so abgeht. Und ich drehe hier noch schön meine Runde. Muss aber auch ein bisschen dazu sagen, die Videos kommen vielleicht ein bisschen später. Also es kann mal hier und da sein im Video, gerade bei Gran Turismo. Ich habe ein paar Rennen auf Vorrat aufgenommen. Das heißt, das Rennen ist, glaube ich, auch schon wieder ein paar Tage alt. Ich bin eigentlich schon ein bisschen weiter. Ich habe schon ein paar Sachen gemacht. Ich darf jetzt nichts Falsches sagen, weil sonst sage ich irgendwelche Sachen. Vielleicht bremsen! Und, ja, wir sind aber vielleicht dann doch irgendwo... Ich weiß nicht. Wir schauen einfach mal. Also falls irgendwo hier im Spiel mal irgendwo steht, ich glaube im Menü steht das Datum oder so mal mit dabei. Nicht, dass ihr euch wundert. So, einmal die Strecke. Wir kennen sie eigentlich ja so ganz gut. Probleme? Na, eigentlich nicht unbedingt. Hier vielleicht mal den Bremspunkt ein bisschen finden. Irgendwo bei 100. Okay, ja, noch ein bisschen früher bremsen. Okay, das heißt, die erste Runde wird nicht so gut. Hier finde ich es immer interessant. Diese Etappe vom Rennen. Hier kann man schon hier. Die Korps sind hier so fett gemacht. Also, bevor irgendwelche Leute sagen, boah, ich tue da mal voll abkürzen, es ist eigentlich noch im Bereich des Guten. Man hat es gesehen, hier die rechte Seite war so ein bisschen in dem roten Bereich. Auch noch grenzwertig, aber wenn ich, sag ich mal, beide Reifen im roten Bereich sind, dann wird man vermutlich eigentlich eine Strafe bekommen. Wobei ich die Strafen manchmal auch ein bisschen seltsam finde. Manchmal kriegt man so eine Sekunde, manchmal plötzlich so 10 Sekunden oder so. Im übertriebenen Sinne vielleicht. So, hier mal... Es hat auch mal einer geschrieben, ich habe jetzt mal hier mit Absicht runtergeschalten. Irgendwo bin ich auch mal, weiß nicht, war es vor 2, 3 Rennen oder so, habe ich mal gefragt, wieso bin ich immer langsamer wie die anderen. Und dann hat eben einer auch dazu geschrieben, dass ich eben im dritten Gang quasi den Berg, ja... hochgetuckert bin, anstatt im zweiten runterzuschalten. Ich habe gedacht, dadurch, dass ich hier immer die Automatikschaltung drin habe, hier auch nochmal runtergeschalten manuell, habe ich gedacht, ja, macht es eigentlich so immer so, wie es dann halt, sag ich mal, am schnellsten ist. Aber mir ist dann auch irgendwann mal so aufgefallen, wenn man so ein bisschen drauf achtet, gerade an so Passagen, wenn die Kurve kommt und danach geht es berghoch, dann kann es manchmal sein, je nachdem bremse ich vielleicht auch ein bisschen zu wenig oder so, dass der noch einen dritten Gang ist und dann halt eine relativ geringe Drehzahl hat. Da ist manchmal ein bisschen besser, in den zweiten runterzuschalten, weil man dann eben mehr Power hat und eine bessere Beschleunigung. Darauf muss man halt ein bisschen drauf achten. Habe ich jetzt eigentlich nicht so groß drauf geachtet, weil ich eigentlich auch in Rennspielen eigentlich eher mit der Automatikschaltung fahre. Ausgenommen bei Need for Speed, bei den Drag-Rennen. Aber da hat man keine andere Wahl. Aber ich finde es halt an sich ganz komisch, wenn ich mir überlege, wenn ich zum im echten Auto fahre, dann schalte ich so ganz normal, ganz okay oder so. Aber in Rennspielen achte ich so absolut gar nicht drauf. Das finde ich echt extrem. Also wenn ich jetzt mal mit einer manuellen Schaltung fahren würde, dann würde ich, glaube ich, voll abkacken. Zumindest mal im Rennspiel. Im echten Leben eher nicht so. Weil da irgendwie, da hat man es irgendwie, keine Ahnung. Ich finde da, ich achte da im achten auf die Kurve. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Wenn man eben hier über die Kurve fährt und ziemlich eng fährt, kann es eben sein, man darf es nicht zu eng nehmen. So, die Runde wird wohl schon mal gar nichts. Da muss eine dritte Runde her. Ja, was ich sagen wollte, im echten Leben achte ich viel mehr so auf die, auch auf die Motorengeräusche oder so, wo ich dann auch weiß, okay, wenn er eine gewisse Lautstärke hat, dann kann man so langsam schalten oder so. Aber in Rennspielen, keine Ahnung, achte ich da voll nicht drauf. Deshalb fahre ich da lieber gerne eigentlich mit einer Automatikschaltung. Aber wenn schon so ein paar Leute dabei sind, man hat ja ein paar gesehen, ein paar gute Tipps waren richtig dabei. So als Beispiel, ich habe noch so ein paar Fragen bei Gran Turismo. Gerade hier die 2, wo jetzt unten angezeigt wird. Heißt das jetzt, ich sollte quasi in den
in den zweiten Gang reinschalten. Ich habe es in den dritten geschalten. Okay, hier hätte ich jetzt eigentlich wieder runterschalten sollen. Bisschen spät gemacht. Ging aber dann doch nochmal ein bisschen besser. Aber diese Anzeige, meistens steht auch immer eine 2 dran. Jetzt hier auch. Guck mal, hier muss ich doch nicht bremsen. Hier kann ich doch durchfahren. Klar, ein bisschen vom Gas runtergehen. Hier im zweiten runter. Ah, okay. Finde ich ein bisschen... Manchmal, also hier könnte es vielleicht sogar noch ein bisschen passen. Aber manchmal finde ich das auch ein bisschen seltsam. Hier zeigt er mir jetzt wieder den dritten an. Wohl nicht hier, sondern erst in der Kurve. Okay, klar, mit Vollgas wären wir jetzt noch in den vierten reingegangen. Aber hier hat er erst nochmal die 3 angezeigt. Aber wie gesagt, ich habe bis jetzt, glaube ich, die Anzeige immer nur gesehen mit 2 oder 3. Ist das wirklich so eine Anzeige, wo mir das Spiel sagt, ich sollte in diesem Gang die Kurve nehmen? Hier der zweite Gang, okay, das könnte auch passen. Wird ein bisschen früh vielleicht angezeigt, weil hier noch der kleine Knick mit drin war. Aber manchmal, also an manchen Stellen, sag ich mal, würde ich persönlich, sag ich mal, jetzt hier nicht in der Kurve, aber bei anderen Rennstrecken oder so im dritten Gang fahren. So, was mir eben auch noch gesagt wurde, ich sollte eher in dieser Perspektive fahren oder Cockpit-Perspektive oder so, weil eben die Kamera, ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie... Das, manchmal fährt sich das Auto komisch oder so. Mir wurde aber gesagt, dass die Kamera schon länger bei Gran Turismo irgendwie sich komisch verhält in der Verfolgerperspektive, wo ich eigentlich persönlich gerne immer fahre. Ja, die Cockpit-Perspektive finde ich jetzt eigentlich fast schon ein bisschen besser. Aber ich finde, da sieht man halt nicht so viel. Oder auch generell bei der, Frontstoßstangenansicht finde ich das ein bisschen seltsam manchmal. Was ich halt eben in so Rennspielen, sag ich mal, so blöd finde in den Perspektiven. Die da, okay, erinnert mich gerade so ein bisschen an Formel 1, aber... Ja, sollen wir die nehmen? Ich weiß es nicht. Ich bin so unentschlossen. Was ich halt in so Rennspielen so ein bisschen blöd finde, ist halt... Also, zweiter Gang erst die eine Kurve. Was ich eben so blöd finde, wenn der Wagen so ein bisschen wegrutscht oder so... Im echten Leben merkt man das eben. Man sitzt im Auto, man merkt es mit dem Körper und so. Und im Rennspiel... Man sieht es vielleicht, klar, im Extremfall sieht man es auch, aber man merkt es großartig nicht, wenn der leicht so rutscht oder so. Hier, guck, hier rutscht auch so ein bisschen. Eigentlich hätte man so ein bisschen gegenlenken müssen, habe ich auch ein bisschen zu spät gemerkt, wegen der Sicht. Und wenn ich in der Verfolgerperspektive bin, dann sieht man es halt auch so ein bisschen. Und deshalb mag ich die Perspektiven eigentlich nicht so ganz. Aber man soll angeblich besser fahren können in der Perspektive. Weil ich auch die Frontstoßstangenansicht finde ich dann irgendwie auch nochmal so ein bisschen komisch, wenn man da so direkt so auf dem Boden ist. Deshalb finde ich die ja fast besser oder die Motorhaubenansicht. Wir probieren halt einfach mal so ein bisschen. Vielleicht bringt es was, dritte Runde, ja. Mal gucken, ob wir da mal was verbessern können. So, Bremspunkt irgendwo zwischen 100 und 150. Aber irgendwie gefühlsmäßig war die Kurve doch jetzt auch nicht gut, oder? Ich weiß es nicht. Ja, okay, wir sind ein bisschen schneller unterwegs. Ja, schauen wir mal. So, oh, das war ein bisschen zu wenig, ja. Super. Achtung, Achtung, da nicht dagegen kommen. Ja, jetzt komme ich hier dagegen. Man muss halt wirklich, wenn man über die Korps rüber geht, kann man wirklich schnell durchgehen. Aber beim Kurvenausgang muss man ein bisschen darauf achten, dass man nicht gegen die Bande knallt. Aber ja, toll, die Runde wird ja auch wieder nichts, gell? Hier weiß ich auch noch nicht so irgendwie richtig den Bremspunkt. Und das Miese ist, das nächste Mal weiß ich es wieder nicht, weil wir einen anderen Wagen haben, dann hatten wir eh wieder einen ganz anderen Bremspunkt. Am einen fühle ich mich in der Perspektive fast schon am wohlsten. Dass ich sagen kann, hier ist eigentlich einigermaßen okay. Ja, 400stel langsamer gewesen, ist immer ein bisschen vorne. Aber, ja, ein bisschen rumspielen mal, weil die Zeit wird eh nicht mehr reichen. Ein bisschen driften. Okay, das war nicht so gut. Ja, ich mache jetzt eh nur noch ein bisschen Blödsinn, weil, wie gesagt, die Zeit reicht eh nicht mehr für die nächste weitere Runde. Und, ja... Bin ich mal gespannt. Wir fahren 3 Runden im Rennen. Also ein relativ kurzes Rennen an sich. Ich glaube, da geht das Qualifying sogar ein bisschen länger wie das Rennen eigentlich. Aber egal. Ich bin mal gespannt, was wir Dass wir uns langsam zu Ende werden. Irgendwie labe ich nur noch Bullshit. Ich bin
Bin mal gespannt, was wir von der Platzierung wir haben. Wir fahren, glaube ich, mit 12 Wagen. Boah, ob ich im Mittelfeld bin? Boah. So, wir schauen. Platz 7. Ja, geht da. Geht eigentlich von 11, ja. Okay, wir schauen hier rein. Treibstoff und so, alles. Also keine Boxenstops oder so. Mir wurde auch mal gesagt, ich soll meinen Wagen tunen. Ist mir schon mal ein bisschen früher aufgefallen, bringt mir das aber in den Online-Rennen eigentlich nicht viel, weil wie gesagt, auch hier die ganzen Einstellungen kann man gar nicht ändern. Man kann den Wagen an sich so gesehen gar nicht tunen, weil eben im Online soll das ja ganzes alles fair bleiben. Da kann es ja nicht sein, dass ich, der Wagen hat jetzt 228 kW, dass ich dann 250 kW habe und die anderen eben nicht oder so. Das ist ja natürlich ein bisschen unfair. Wenn ich den Wagen jetzt schon mal getunt hätte, würde er eh wieder heruntergestuft werden, weil eben das Ganze natürlich ja fair bleiben soll. Wir haben alle denselben Wagen, die Leistung soll alles gleich sein. Es geht nur um ja, den Fahrerskill. Wir haben ja auch Fahrerwertung alle D. Okay, die letzten beiden haben nichts abgeliefert. Sportsgeistwertung C, da sollte man natürlich noch ein bisschen schauen, dass wir da ein bisschen besser werden. So, ich bin mal sehr gespannt. Okay. Wobei, ich habe ja schon öfters gesagt, im Qualifying fahren sie meistens sehr gute Zeiten und im Rennen ist dann meistens ja ein bisschen so, dass sie gar nicht die Zeiten erreichen, weil eben ein bisschen hier gefightet wird und eh ein bisschen abgelenkt wird von den anderen und dann kann man gar nicht die Rundenzeiten fahren teilweise. Außer Platz 1. Platz 1 ist meistens so ein bisschen vorne weg. Kann schön seine Runden durchziehen, wird groß nicht irgendwie beeinträchtigt von anderen Spielern. Und ich schau mal, ich fahre jetzt auch lieber wieder nochmal so ein bisschen in der Verfolgerperspektive hinter mir. Okay, sieht fast so aus wie vor mir von der Lücke her. Ja, vor mir auch wieder ein Deutscher. Mal schauen. Oh ja, okay, die zweite Kurve wird gleich mal interessant. Kann sein, ich bremse vielleicht einen Ticken früher. Ja, guck mal, Alter, da verschätzen sich schon mal zwei ganz schön. So, gelbe Flagge. Was macht der hier? Okay, wir geben doch mir wieder ein bisschen Gas. Grüne Flagge sollte wieder da sein. Reicht aber nicht ganz, um hier das ganze Paket zu überholen. Aber schon mal richtig gut Plätze gut gemacht. Drei Plätze nach vorne gekommen. Platz 4, das Podium ist zum Greifen. Wow, hallo? Okay, der wird voll weggeschoben. Oh, hallo, was ist jetzt los? Okay, ja, das war der eine so blöd gefahren. Sportsgeistwertung geht nach oben, weil einer in uns reingefahren ist und wir nicht in den anderen. So, oh, guck mal hier vorne. Alter, was ist mit Platz 1 los? Oder Platz 2? Oder Platz 3? Er fällt immer weiter nach hinten. So, Alter, ja, guck mal, oh, wo soll ich hier überholen? Ich habe immer so Schiss, immer irgendwie die Leute zu berühren, weil ich eigentlich meine Sportsgeistwertung weiter nach oben bringen will. Aber, oh, war das knapp. Aber man hat manchmal gar keinen Platz. Okay, das war jetzt, ich glaube, auch ein bisschen sehr früh gebremst. Ja, doch. Also guck mal hier vorne, immer der vordere fliegt immer raus. Ich meine, es wechselt sich dann, glaube ich, auch immer so ein bisschen, aber irgendwie der Platz 1 meint immer so, oh, ich muss ein bisschen schneller sein. Und dann gab es ja schon ein paar Kurven, wo er rausgeflogen ist. Guck mal, wie sie auch teilweise hier fahren. So ein bisschen bremsen, hier war ich richtig schnell unterwegs. Oh, oh, beide auch noch. Ja, zum Glück im Ghost-Modus. Kommen wir gut dran vorbei. Alter, Platz 3. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Richtig nice. So, oh, jetzt kommt hier die Kurve. Das war, glaube ich, auch ein bisschen früh gebremst. Ich weiß nicht, die Kurve hier, entweder bremse ich sie zu früh oder zu spät. Ich krieg da keinen Punkt hin, dass ich sie gut bremse. Irgendwie ganz seltsam. Aber ich brauche es mir jetzt eigentlich auch gar nicht so gut merken, weil, wie gesagt, das nächste Mal sind wir mit einem anderen Wagen, da ist der Bremspunkt eh wieder ein bisschen anders. So, ging meine Sportsgeistwertung eigentlich schon runter? Oh je, jetzt habe ich es gesagt. Wir sind ja eigentlich erst ja bei der ersten Runde. So, mal gucken. Oh, guck mal hier, Platz 1 schon wieder. Zu schnell. Oh, wobei, okay, auch ein bisschen raus. Oh, ich hoffe, das gibt keine Strafe. Das finde ich am Spiel auch immer so geil. Man fährt dann die Kurve, man weiß, okay, man bekommt eine Strafe, aber die kommt dann erst so spät. Also jetzt zuerst irgendwie, aber okay, es kommt wohl doch keine. Also sie kommt halt eben nicht direkt, sondern immer so ein bisschen verzögert. Und manchmal denkt man sich so, okay, doch keine Strafe bekommen, dann so bam, Strafe. So, aber hinter mir. Ja. Sieht auch ein bisschen
nah aus. Halbe Sekunde, ja, geht einigermaßen. So, wir halten gut mit. Ich habe Platz 1 auch diesmal gar nicht so weit voraus. Ich weiß eben jetzt auch gar nicht, ich habe es gar nicht so drauf geachtet, wer im Qualifying Platz 1 war. Weil der war ja, glaube ich, schon an die 2 Sekunden voraus. Aber ich weiß es eben nicht, ob der Platz 1 das war oder ob das sich jetzt irgendwie eh gewechselt hat durch die ganzen Leute, die ein bisschen zu schnell in den Kurven waren. Guck mal, die alle hätte... Ah, verdammt, ich komme auch ein bisschen weiter raus. Muss auch ein bisschen blöd bremsen, aber oben kommen. Den Platz 2, den bekommen wir. So, sehr schön. Er ist hinter uns. Und jetzt Angriff auf Platz 1, oder wie? Ja, mal ein bisschen vom Gas runter. Oh, oh, oh. Oh, oh, ja, genau. Dran vorbei. Sehr schön. Alter, ich bin Platz 1. Ich kann es kaum glauben. Ist jetzt gerade sehr komisch, Leute. Es ist gerade so wie ein Traum. Ich bin auf Platz 1. Oh, 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 okay. Ein eher ein Albtraum, so wie ich gerade die Kurve verkackt habe. Hinter mir kühlt es aber auch so ein bisschen rum. Es geht noch einigermaßen. Aber, ja, okay, er kommt näher. Er ist viel besser rausgekommen. Ja, der wird da dran vorbeiziehen. So wieder hier der im Weißen. Mal gucken. Entweder ob wir die Position halten, wäre ich eigentlich auch schon übelst zufrieden. Oder vielleicht bekommen wir noch irgendwo eine Chance. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Das war sehr spät gebremst. Und deshalb, ja, bekomme ich ja die Strafe dafür. Also ich bekomme keine Zeitstrafe, aber eben für mich selber bestraft. Weil ich ein bisschen später bremsen wollte, damit ich ein bisschen besser oder schneller in die Kurve reinkomme. Oh, 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 sehr schön. Einmal hier durchgeflutscht. Okay, dann sind wir wieder Platz 2. Na, Platz 1 war über 2 Sekunden weg. Aber den bekommen haben, wir sind ja schon in der letzten Runde. Es wäre schon geil. Also jetzt noch so ein, zwei Runden mehr, dann wäre das noch eine Möglichkeit, weil die Leute ja auch immer mal wieder ein bisschen zu schnell in die Kurven reingehen und dann eben so ein bisschen weit rauskommen oder sogar rausfliegen. Würde ich fast schon noch eine Chance sehen, auf Platz 1 zu kommen, aber nicht jetzt mehr, weil wie gesagt, es sind noch 5 Kurven nur oder so in die Richtung. Aber hier war ich jetzt auch ein bisschen langsam. So, aber meine Sportsgeizwertung ist, ich glaube, immer nach oben gegangen. So, hier einmal, aber hier sind wir bis jetzt richtig schön immer gefahren. Im Qualifying sind wir einmal dagegen gedonnert. Oh, ich denke immer, da knall ich dagegen. Aber es hat richtig gut funktioniert. Kommen wir noch ein bisschen näher ran, aber es muss auch die letzte Kurve muss auch verkacken. Wenn wir überhaupt noch eine Chance auf Platz 2 hätten. Es war, glaube ich, wieder zu früh. Oh, guck mal, wir kommen. Oh, okay, wir rutschen ein bisschen. Aber wir sind ein bisschen näher rangekommen, ans Rutschen gekommen. Das hat wieder so ein bisschen dazu beigetragen, dass wir ein bisschen Zeit verlieren. Aber Alter, Platz 2, Platz 3 ist soweit weg. Okay. Alter, aber von 7 auf 2. Richtig genial, Leute. Richtig nice. Das finde ich cool. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So die anderen, ja, ja, damit Strafe. Okay, richtig nice. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so gut abschneiden. Ich meine, so 2, 3 Plätze vielleicht, aber ja, dann wären wir auch auf 5 gewesen. Platz Nummer 2. Richtig geil, Leute. War mit so einem Wagen. 5 Plätze gebessert. Ja, aber wir waren kurzzeitig mal auf 1 und dann wollte ich zu viel, wollte den Platz halten und bin halt zu schnell in die Kurve rein. So, es gibt hier ein paar Sachen. Sogar hier in der Fahrerwertung. Gehen wir nach oben. Ja, dann bedanke ich mich schon mal fürs Einschalten. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns bis dahin. Wieder schauen und reingehauen.